Okay, vielleicht war Speicher nicht die beste Idee, weil es dauert ziemlich lang zu laden. Okay, erstmal hier unten landen. Ich glaube, hier ist näher, oder? Wenn ich von hier versuche zu jumpen. Oh, okay, er jumpt gar nicht. Ja, echt so. Viel einfacher, hä? Oh, what the fuck, wie jumpt der denn? Ist der denn geistig verwirrt? Okay, wir gehen den normalen Weg. Scheiß mal auf hier, Spoderman. Mist. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Hey, yo. Du kommst mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment. Du willst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Ich? Ja. Immer langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens. Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Tränken beibringen. Ich kenne die Rezepte von Heilungs- und Mana-Essenzen und Geschwindigkeitstränken. Oh. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Das bisher konnte sagst. Ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist, also wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde. Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Das macht dann wohl nur Sinn, wenn derjenige nach der Schlägerei wirklich verärgert ist. Hier Ach im so. Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches, also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen. Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Okay, ich teste den Zauber. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein geeignetes Versuchsobjekt. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück und erzähle mir, wie es gelaufen ist. Oh mein Gott, ich kann nicht mit dem... Ah doch, hier. Zeig mir deine Ware. Nice. Schlaf. Oh, nice. Der hat schon jetzt Verwandlung Drachensnapper. Das ist natürlich richtig geil. Aber ich glaube, ich muss mal irgendwie scheiße loswerden. Das brauche ich alles nicht. Degen, wie viel Geschicklichkeit habe ich denn? Chill mal gerade hier, Homie. 11. Ne, dann werde ich einen Degen niemals anlegen können, wahrscheinlich. Zeig. Obwohl, es kann sein, dass ich ihn noch brauche. Ich behalte ihn mal lieber. Schürhaken, Dolch, alles weg. Erstmal. Ich gehe erstmal zu dem Lord André gehen und sagen, yo, Ignaz verprügelt Leute und verzaubert sie dann, dass sie nichts mehr davon wissen. Er ist der geisteskrankste Ficker in der Stadt und lässt alle Leute vergessen, dass er sie bestiehlt. Also den Scheiß auf jeden Fall und den Scheiß auf jeden Fall. Schlafzauber habe ich schon, der Rest ist erstmal nicht so wichtig. Okay, jetzt machen wir nämlich ein paar schöne Sachen. Und zwar bin ich eben so behindert an der Mitte der Kopf. Ich versuche es auch noch einmal, aber ich nur noch einmal. Wenn das nicht klappt, dann scheiße ich drauf. Ich speichere auch nochmal, falls ich jetzt hier wieder sterben sollte. Oh, ich habe es nicht geschafft. Das war aber close. Alright. Naja. Nicht so wichtig. Ich glaube nicht, dass ich daran was ändere. Guck mal, da steht der Faggot, der mich... Oh. Das ist ja schrecklich. Ich hab mir das schon gedacht. Das hat er doch vorher gewusst. Du musst es ja besser wissen. Schlimme Zeiten sind das. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Das hat er doch vorher gewusst. Das darfst du keinem erzählen. Ich glaube nicht, dass ich daran was ändere. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Und wer muss die Arbeit hier machen?
Halt, Fremder! Ich habe dich nicht durch dieses Stadttor kommen sehen. Und? Und die Wachen am anderen Stadttor haben befehlt, keine Unbekannten in die Stadt zu lassen. Tja, ich werde ein ernstes Wort mit den beiden reden müssen. Aber nun zu uns. Ich bin Lothar, Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Unser Kommandant Lord Hagen hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Tabak. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Ich habe wichtige Nachrichten. Ich habe eine wichtige Nachricht für den Anführer der Paladiner. Der ehrenwerte Lord Hagen ist für niemanden zu sprechen. Für alle Fragen des gemeinen Volkes ist Lord Andre, der Kommandant der Stadtwache, zuständig. Er erzählt alles weiter. Ich muss weiter. Warte, du kennst die neuen Gesetze der Stadt noch nicht. Später. Später. Der kennt erstmal das Moos. Onkel Lothar. Okay, siehst du den da? Halt! Das Warenlager darf nicht betreten werden! Warum darf das Lager nicht betreten werden? Der ehrenwerte Lord Hagen hat die Ware für die Armee des Königs beschlagnahmt. Oh. Okay, das ist natürlich doof, dass da niemand hin darf. Wäre natürlich schade, wenn die Stadtwache zu müde ist, um die Leute aufzuhalten, die jetzt da reinlaufen. Bürgerkleidung, Wurstlabor aus der Flasche und noch mehr Bürgerkleidung. Zange, Hammer, Fackel, Lederrüstung. So, wir gehen jetzt den Alternativweg raus. Aha. Und wer hätte es gedacht? Auf dieses Dach wollte ich eben die ganze Zeit drauf, damit ich einfach hier reinjumpen kann. Aber es hat nicht funktioniert und deswegen musste ich den Typen leider einschläfern. Er wacht auch gleich wieder auf. So. Selbst ist er nicht darauf gekommen. Jetzt kann ich erstmal mir eine schöne Rüstung anziehen. Jetzt können wir entweder so aussehen, so aussehen, so aussehen oder so aussehen. Aber da das die beste Rüstung ist, ziehe ich einfach die an. Glauben, was man hört. Das hast du nicht gewusst. Er muss das ja besser wissen. Ja, genau. So, ich habe den Dings schon geholt. Den Zauber habe ich jetzt geholt. Die Rüstung meine ich, nicht den Zauber. Jetzt gehen wir mal zu dem Alchib-Homie. Was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Kann ich dir Kräuter verkaufen? Wenn du was anzubieten hast. Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Bei dir. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Bei mir? Nein. Ich hatte schon einmal das zweifelhafte Vergnügen, mich mit einem Lehrling herumschlagen zu müssen. Ich habe Jahre in seine Ausbildung investiert. Und am Ende hat der arme Narr sich selbst vergiftet. Wir fangen bei einem anderen Meister an. Was muss ich tun, damit du mich als Lehrling aufnimmst? Ich will nicht noch einen Dilettanten auf dem Gewissen haben. Es gibt eine Vielzahl von Kräutern, die in den unterschiedlichsten Variationen die unterschiedlichsten Wirkungen entfalten. Vermutlich kennst du nicht mal die Hälfte von ihnen. Hier, das ist eine Liste der wichtigsten Pflanzen. Bring mir eine Pflanze jeder Art und ich werde nochmal darüber nachdenken, dich als Lehrling aufzunehmen. Ja, so wie der redet, hat er wahrscheinlich ein bisschen Apfeltabak in seiner Scheiß. In seinem scheiß Körper, Alter. Gib mal. Schau mal so eine Liste an, ja. Heilpflanze, Heilkraut, Heilwurzel, Feuer, Nesselfeuerkraut, Feuerwurzel, Goblinbeere, Drachenwurzel, Snapperkraut, Fleckchen durch Grünstöckel. Anmerkung, lass dir noch von einem Lehrlingsanwärter die Pflanzen bringen, dann weißt du noch, was er. Lass dir doch von einem Lehrlingsanwärter die Pflanzen bringen, dann weißt du, was er taugt. Gruß, Zuriss. Ach so. Wegen der Pflanzen. Wenn du es nicht alleine schaffst, bist du auch nicht als Alchemist zu gebrauchen. Verstehe.
Verstehe. Was habe ich denn bis jetzt? Ich habe Goblinbeeren habe ich. Heilpflanze habe ich, Heilkraut habe ich, Heilwurzel habe ich. Was für der andere Scheiß? Heilpflanze, also dreimal Feuer dann noch. Feuernessel, Feuerkraut, Feuerwurzel habe ich auch. Alright. Goblinbeere habe ich auch. Drachenwurzel, Snapperkraut. Habe ich eine Drachenwurzel? Ja, habe ich auch. Snapperkraut habe ich auch. Alright, alright. Drachenwurzel, Snapperkraut, Fellknüterich und Kronstöckel. Fellknüterich. Wo kriege ich denn Kronstöckel her? Wieso guckst du mich so an? Hau mal rein, Alter. Kronstöckel, Kronstöckel. Sind das nicht das, was... Nee, nee, nee. Hey, du. Hey, du. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Brian wird seine Lehre bald beendet haben. Brian. Dann will er die Stadt verlassen. Taugst du denn was? Wenn du meinst, ob ich schmieden kann. Nein, meine ich nicht. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern. Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Brian. Ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die Schande macht, mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen, statt hier mit den Männern die Stellung zu halten. Ich bin kein Taugenichts. Ich bin kein Taugenichts. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Wie meinst du das? Bring mir die Waffe eines Orks. In der Nähe der Stadt sind Orks gesehen worden. Mit ein bisschen Glück musst du noch nicht mal lange suchen. Ich habe eine gefunden. Wenn es dir gelingt, einen von ihnen zur Strecke zu bringen, werde ich dich als Lehrling aufnehmen. Vorausgesetzt, die anderen Meister stimmen zu. Ich habe die Ork-Waffe, die du wolltest. Zeig her. Es ist lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte. Damals war ich Soldat im Ork-Krieg. Das waren harte Zeiten, das kann ich dir sagen. Hätte dir nicht zugetraut, dass du es schaffst. Ich bin beeindruckt. Danke. Okay. Also er kann mir jetzt auf jeden Fall schon mal seinen Segen geben. Das ist der Brian. Mir fehlt der Kronstöckel. Der Zuriss ist doch hier der Händler für allerlei, ne? Vielleicht hat der einen Kronstöckel. Ich hab da meine eigene Meinung. Früher, als man nur Freeway-Cola getrunken hat. Hallo, Fremder. Du musst hungrig und durstig sein. Kann ich dich vielleicht für meine Ware interessieren? Für meine Ware interessieren? Ich bin nicht darauf gekommen. Ich brauche Geld und Besuch. Was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Zurzeit habe ich nicht allzu viel Auswahl. Der verdammte Großbauer liefert nicht mehr und was von den kleinen Höfen kommt, reicht nicht aus, um den Bedarf der Stadt zu decken. Ich bin mir da nicht so sicher. Dann sag mir nicht, dass du mir was anbieten willst, wenn du nichts hast. Zeig mir deine Ware. Hey, willst du irgendwas? Ja, klar. Sorry, ich habe leider nichts mehr. Spasti, fick dich. Hau ab, Bastard. Hi. Willkommen in meinem Laden, Fremder. Ich bin Bosper. Ich baue Bögen und handle mit Fellen. Was treibt dich nach Korinis? Ich muss ins obere Viertel. Zu den Paladinen? Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Du musst hier angesehener Bürger sein. Oder zumindest eine ordentliche Arbeit haben. Hast du recht, als Fremder kommst du da nicht rein. Ich habe hier einiges anzubieten. Willst du irgendwas? Ja, klar, was hast du denn? So weit war ich noch nie. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Ein Vorgänger hat gerade vor 2 Tagen seinen Job an den Nagel gehängt. Ich will aber nicht bei dir. Verstehst du denn was vom Jagen? Nein. Naja. Ich könnte dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Ich zahle gut für jedes Fell, das du mir bringst. Mach er tatsächlich. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister anfangen will? Unsinn. Harad und Matteo haben schon Lehrlinge. Konstantino, der Alchemist, ist ein Eigenbrötler. Er hat schon seit Jahren keinen Lehrling mehr angenommen. Und was Torben betrifft, jeder weiß, dass er kein Geld hat. Er könnte dich vermutlich nicht mal bezahlen. Ich hingegen brauche dringend einen Lehrling. Und ich zahle auch gut. Aber egal, bei wem du anfangen willst, du brauchst die Zustimmung aller anderen Meister aus der Unterstadt. Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Nun gut, ich werde zustimmen.